einen wunderschönen guten Abend bei einer neuen Runde von Ringelpiez mit Anfassen. Nach, keine Ahnung, 6, 7 Wochen endlich wieder ein Final Fantasy Friday mit mir und Final Fantasy 8. Meine Güte, war das schon lange her? Ja, man probiert es zumindest ein wenig. Ich meine, wenn draußen schon der Himmel uns auf den Kopf fällt, dann kann es ja wenigstens mal hier halbwegs klappen. Probieren wir es einfach, so gut es geht. Ja, Unterlagen habe ich heute auch mal nicht vorbereitet. Liegt einfach daran, ich habe einen neuen Umzug vor mir. Und ja, natürlich, erstmal, liebe YouTube-Menschen, ein wunderschönes guten Abend, guten Morgen oder wann auch immer so dieses wunderschöne Video schaust. Und viele Stefans hier. Haha, natürlich. Aber ich bin natürlich nicht alleine, denn zum einen haben wir heute dabei den Sensei with Waifu. Einen wunderschönen guten Abend. Der Chris ist auch da. Soli habe ich gesehen. Neil, der Ragno. Und auch die Lurker begrüße ich. Und natürlich der Kermit. Das Beste kommt zum Schluss. Deswegen auch an dich einen wunderschönen guten Abend. Und vielen Dank für den... Oh, es gab einen Host. Vielen Dank für den Host. Ich muss gerade gucken, wer es war. Livestream-Feed. Soli, danke. Vielen lieben Dank. Und ach ja, kleiner Tipp. Heute ist auch das Weibelein von mir ist auch wieder da. Gerade in der Küche. Ein bisschen am Werkeln. Wenn also was sein sollte, schalte ich einfach kurz das Neues bisschen hoch, sodass sie in Ruhe Fernsehen gucken kann und wir kein K11 im Hintergrund haben, die sich gegenseitig mit schlechten Witzen umschießen. Ja. Ich liebe ja gute Übergänge. Deswegen fangen wir auch gleich mit dem größten Witz an. Regen hat sich in Bremen gelegt, hoffentlich läuft nicht gleich wieder so ein Verrückter durchs Bild. Keine Sorge. Das Einzige, was jetzt verrückt ist, ist das. Ich lasse es jetzt mal so im Hintergrund, weil... Kann den Bekloppten eigentlich noch fangen? Nein, man konnte ihn nicht mehr fangen. Er ist irgendwie versucht durchs Wasser zu laufen und er ist dabei dezent abgesoffen. Oh, draußen fällt er ins Himmel auf den Kopf. Was mir jetzt gerade auffällt... Moment, das Bild mache ich mir jetzt mal. Irgendwie finde ich gerade die Musik mit Final Fantasy... Der kommt ja doch zu uns. Mindestens. Er hat zumindest gerade den Ton von Final Fantasy geklaut und hat gemeint, damit jetzt einen lustigen Gag zu machen. Daher gibt es jetzt Final Fantasy The Party Game. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, den Gag musste ich mir jetzt gerade mal bringen. So. So. Fangen wir ganz normal an. Und ich setze mir auch kurz die Kopfhörer auf, dann können wir auch direkt ins Geschehen starten. Wobei wir mit Party People nicht mal ganz so verkehrt waren, denn beim letzten Mal waren wir ja hier in der Kneipe und haben auf bester Quint-Manier uns die Karten um die Ohren gepfeffert. Ihr erinnert euch noch? Sekunde bitte! Ich muss kurz was schauen. Bei uns ist gerade, ich glaube, ein paar Meter weiter irgendwo nahe Main. Ja, bei uns ist auch gerade der Blitz eingeschlagen. ich hoffe, wir haben Ärzte im Saal. Genau, ich zeige euch kurz, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar mit dem hier. So. Ah, verdammt. Mist. Ich
Genau, das war ja das, was wir beim letzten Mal wunderbar gekloppt haben. Einen wunderschönen guten Abend, Kishi. Genau, auf jeden Fall. Hier hingen wir beim letzten Mal ja fest in Dollet. Und haben, wie gesagt, genau, uns hier mit den Karten um die Ohren gekloppt. Oh, liebe Grüße zurück. Und wunderschönen guten Abend, lieber Star. So, also runter. Und ich habe gehört, dass hier viele reiche Leute leben, aber die reichen jungen Männer sind alle schon vergeben. Was mache ich nur? Kleine Aufgabe für euch. Wie gesagt, meine Unterlagen sind in den Schränken verschwunden gerade, weil ich so ein bisschen wieder zusammenräume. Ich muss auch nicht wieder umziehen. Deswegen, wenn ich irgendwo vorbeilaufen sollte, was ich potenziell verpassen könnte, ihr seid heute gefragt, da einzuschreiten. Trotz allem, bitte nicht zu sehr spoilern, denn das wäre unfair. Alles gut, Chris. Wie weit ihr, was, wie es ihr wohl geht? Ob es Vater auch gut geht? Seit 5 Jahren war ich nicht mehr daheim. Ich schäme mich dafür. Ja, das ist dein Problem. Kermit, sie Frosch. Okay. So, dann gehen wir mal los, du rennst bei. Okay, Shop-Personal. Ich laufe. 3500, ihr habt doch den Arsch offen. Wobei ich immer noch sagen muss, ich habe keinen blassen Sekunde. Und wo ich hin muss. Da ist Dollet. Ah, da, Galabadia Garten. Genau. Timber. So, jetzt ist es nämlich an euch. Zack. Denn hier in der Nähe ist ein, Tempel, beziehungsweise ein Dungeon, zu dem ich unbedingt hin muss. Okay, das funktioniert schon mal. Alter, was ist da draußen los? Yay, 4 Schrauben. Das heißt, ich habe keine Schraube mehr locker. Juhu. Ja, wie gesagt, jetzt ist es hier wichtig, beim galvanischen Garten gibt es dann nämlich diesen Schrein, da kriege ich, ach Gott, Schweinetrio, glaube ich, hieß es. Einen wunderschönen guten Abend, Maggie. Ich begrüße Sie bei unserem Ström.
Bellissima. Und nochmal eine Schraube locker. Ich gucke mir gerade mal bei unserer La Shiva da was an. La da Shiva da da da. Ja doch, das können wir lassen. Quetzer ist da drin. Ja. Unser Donnerknall macht man Stärke. Das ist schön. Ja, Stärke ist immer gut. Sirene. Ah ja, da bleiben wir bei dem. Und unser Diabolo, der bleibt da, das ist schön. Ja, 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 ja. Ja, das ist doch, ein Träumchen. Auch wenn ich mich, wie gesagt, ich bin nicht 100% sicher, wo es die Gebrüder Rinder waren sind. Das ist so ein Problem. Schade. Nom, 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 nom. Ach, Jona. Moment. Meins. Nochmal meins. Oh, ja, den zieh ich, den zieh ich, den zieh ich, den zieh ich. Meins, 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 meins. Levitas, einer der wohl bekanntesten und teilweise auch wichtigsten Zauber, weil ich glaube, bisher gab es in jedem Final Fantasy Teil irgendeinen Boss, der meinte, mit Erdzauber uns über den imaginären Jordan zu schicken. Von daher levitieren wir uns einmal. Ah ja, dann hauen wir jetzt platt. Zell, was kannst du eigentlich? Oh, Kishi, geh heim. Ja, natürlich ist es der aus Attack on Titan. Das ist immer der mit der guten Laune und dem Putzwahn. Aber nichtsdesto... Moment. Trotz? Ich ist auch ein verdammt wichtiger Zauber. So, wen aus der Gurkentruppe habe ich eigentlich... Oh, ich habe Quetis, Quistis dabei und Selfie. bäm, 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 bäm. Mal. Ja, Chris, ich soll dir mal sagen, daher mal. Für die, die sich jetzt wundern, warum ich schweige, ich bin gerade im Streik.
Chris, geh ja. Alter, kann ihn bitte mal jemand ein Tausender Witz auf den Counter hauen? Oh, Junge. Oh, Chris. Tut weh. Oh, guck mal. Ups. Ich muss mal im Retour. Ups. Oh. Ich gebe ihn mal selbst ein. Ja, war ja. Er ist gut, so ist es ja nicht, aber man sitzt ja dann trotzdem da und. Denkt ihn da trotzdem erstmal sein Teil. Ernsthaft? Ich glaube, Chris hat sich gerade selbst getimeoutet. Moment, das heißt, ich könnte ihn ja jetzt. Moment, Sekunde, Sekunde. So schnell entkommt der Typ mir nicht. Chris, du entkommst mir so schnell nicht. Pech gehabt. So. Tag. Terminate! Terminate! Alter, Terminate! Harry, ich guck ja gerade hier. Ich muss ja gerade meine Idols gucken. Terminate! Aber ich bin doch Terminate! Ist ja gut, Idiot. Ist ja gut. Mann beachte eins, der Chef hat sich selbst gebannt. Naja. Fucker Crew. Muss ich noch mehr zum Namen erklären? Ey, wir haben ein Heilwasser. Denkst du echt, das macht's dann besser? Glaub mir. Also langsam bekomme ich das Triggern aber auch raus. Immerhin. Bellissima. Yay. Und noch mehr Schraube locker. Alter. Was ist denn hier los? Deine Mutter ist gell. Oh, Feierabend. Naja, Chris ist Chefkoch, weil er jeden Tag den Chef kocht. Oh, scheiße. Hm? Büchsenwitz. Mist. Und tschüss. Hab ich gesagt, Chris. Mein Reinalde! Ah. Ah. Einen wunderschönen guten Abend, Francis. Und der Galvania. Der Galvania Garden müsste gleich kommen.
Ich will ja nichts direkt sagen. Aber vielleicht stehen wir schon auf der schwarzen Liste. Wir könnten verhaftet werden und in die Nachrichten kommen. Ist doch jetzt völlig egal. Kommt schon. Ich möchte wissen, was mit dem Ball am Garten passiert ist. Ich bin an allem schuld. Schließlich habe ich verraten, dass wir vom Garten sind. Glaubst du, dass der Präsident Vergeltung übt? Vielleicht. Also doch. Aber bei meinem Garten, da sind doch viele Seeds. Sie werden bestimmt nicht gegen Galbadia verlieren. Hängt von der Truppenstärke der Galbadia ab. Das stimmt schon, aber... Ein toller Anführer bist du. Immer cool und besonnen. Macht es Spaß, seine eigenen Leute so niederzumachen? Nicht schon wieder. Syl will von dir aufgemuntert werden. Das glaube ich auch. Ach, alles okay, keine Sorge. Das sind Worte, die Xell hören will. Und was bringt das zu sagen? War ich denn falsch? Cyber würde genau so handeln. Durch solche Worte kann man wieder Mut schöpfen. Man sollte niemals auf die Worte anderer verlassen. Hust, hust, hust. Du willst wohl nichts begreifen, was? Halt endlich die Klappe. Hey, Squall! Was zum... Dieses Gefühl... Und die nächste, bitte. Oder wie man so schön... Oh, ist besser. Das klang gerade so extrem so Rip-Headphone-User. Aber wir wissen, was das bedeutet. Denn wir gehen wieder zur alten, guten Laguna. Sie sind bestimmt wieder drüben. Was drüben bedeutet, wissen wir ja. Genau. Kiros, sind wir ja richtig? Ganz richtig. Ich will dich das letzte Mal auch die falsche Gegend auskundschaften. Sorry, wir sind hier falsch. Wir müssen woanders hin. Nein, wir sind genau richtig. Komm jetzt, Laguna. Hm? Das war die falsche Landkarte. Gut, gibt es heutzutage Handys, Smartphones, Navigationssysteme und Neuropsychologen. Laguna, das wäre was für dich. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie habe ich ein noch schlimmeres Gefühl. Da ist was faul. Kein Bauch ohne Flammen, wie ein Zentra-Sprichwort sagt. Du meinst doch... Rauch, oder? Das war beinahe richtig. Klappe! Schnell die Ausrüstung nachchecken und Abmarsch. Dok, 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 dok. So. Genau. Der gute alte Laguna ist wieder mit uns in der Partie. Das Problem ist jetzt... Problem. Da wir ja Xell und Quittis, Selfie und Quittis dabei haben, sind Wart und Kiros dementsprechend vom Level her auch niedriger. Weswegen wir ein wenig auf sie aufpassen müssen. Ich würde auch dementsprechend sagen, die mal auf Stärke angepasst. Und, Moment.
koppeln wir nämlich das erste Mal durch. Koppeln. GF. Dann würde ich da sagen, haben wir hier Sirene und Shiva. Ja. Ja, ist gut. Und setzen wir dementsprechend auch... GF... Bra... Nee. GF... Bra... Item. Wünschelrute? Okay. Laguna. Zauber sind ge... Hab ich eigentlich bei ihm schon die... Nein. Koppeln. Da. Zauber. Mist. Zauber. Och Gott, Scheibenkleister. Ich sehe schon, das wird hier... GF. Ich glaube, ich muss bei denen noch ein bisschen ziehen. Das mache ich jetzt aber auch gleich parallel dazu. Besta und... Mit Laguna, okay. Zauber haben wir dann aber auch keine. GF, Draw... Ach, Karte, komm. Und da haben wir nichts. Okay! Dann gucke ich mir jetzt mal kurz die Zauber an, die Laguna hat. Okay, dann lassen wir das jetzt erstmal am besten so. Und wir passen es einfach dementsprechend an, was dann uns erwartet. Wenn wir gerade vom Teufel sprechen, bekommen wir 7-mal Schlaf. Irgendwie ist es hier eigenartig. Was ist das für ein Fels? Der ist doch nicht natürlich. Soll das ein Grabstein sein? Keine Ahnung. Zum Thema eigenartig. Warum läufst du denn so eigenartig? Was sollte das heißen? Vorsichtig heranpirschen ist, Huch? Ein Escher-Soldat. Die tragen ja echt immer coole Uniformen. Es gibt zwar andere Probleme, aber okay. Haben die halt schöne Uniform. Wow! Achso, ich muss ja... Stimmt. Ich sollte nicht mich K.O. dancen. Der Auftrag lautete doch Aufklärung. Oder? Warum warum passiert dann sowas? Frag mich doch nicht. Ich weiß es auch nicht. Entschuldigung, ich mach schon weiter. Es ist halt so schön catchy. Kann man eigentlich bei denen noch was drawen? So, ah ja, schön. Bei denen gibt's sogar Draw My Life. Schick, schick. Hallöchen, ich hätte gerne auch noch einmal Draw My Life. Danke.
Was zur Hölle? Ich muss mir kurz mal... Moment. Danke. Kurz mal nur den Clip kopiert. Ich habe irgendwie gerade Angst, wenn ich jetzt den Clip sehe. Yay, 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 yay. Da kommen noch mehr. Das nimmt kein Ende. Der Klügere gibt nach. Nichts wie weg hier. Juhu. Ich weiß, ich glaube, hier gibt's auch so tausende von Möglichkeiten, irgendwas zu erkunden. Und nochmal so viele Sachen zu verpassen. Oh ja. Es ist die beste Kampfmucke, also eins der besten Kampfmucken, die es gibt. Und es macht, ich muss ehrlich sagen, es macht auch immer wieder Spaß, das Ding anzuhören. Ah. Oh, Kung Fu. Das ist was für Bart. Bart sieht eben aus, als wenn er verwirrt ist. Man beachte vor allem, wie Wart rennt. Ach verdammt, der geht ja nicht weiter. Mist. Dann schnell zurück. Ein Hinterhalt. Und die Schrottflinte. Und noch mehr Schrott. Oh. Und ein Eisen. So. Och nö. Och nö. Da, jetzt werden sie gegrillt. Mit schockierenden Tatsachen. Gibt's jetzt ein paar aufs Fressbrett. Mich ja nicht verarschen. So. Ich glaube, aus den... Ja, aus den Typen gibt's jetzt... Wurde Grillkohle gemacht. Feierabend. Superb. Aha. Leiter. Jungs, ein Leiter. Sie führt nach unten. Eine Leiter. Sie führt nach unten. Ach nee. Und runter mit uns. Esther. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Was ist? Mein Bein! Oh, jetzt geht's wieder. Sport ist Mod. Man sollte sich echt nicht überanstrengen. Die Kämpfe vorhin waren dann wohl... Ach, überhaupt nicht... Nee. Die Kämpfe da vorhin waren aber überhaupt nicht anstrengend, oder was? Hä? Hat er was gesagt? Nichts.
Das müsste so eine Art Tränenstein sein. Das wird später für... Matt. Das wird im späteren Verlauf, also ich glaube mal so ab CD3, wird dieser Stein nochmal recht interessant. Aus dem einfachen Grund, dass dieses Material, was jetzt hier ist, es kommt mir bekannt vor und ich vermute, dass es das ist, was ich halt, wie gesagt, vermute. So, und weiter geht's. Okay, gehen wir mal rein in den Stein. Moment. Entschuldigung. Matt? Matt? Oh, Feierabend. Woher kommt denn dieser blöde Stein? Ich weiß nur eins mit dem... ja. Battle-Countern haben sie es dezent übertrieben. Aber so ganz kleines bisschen nur. Nö. Okay, dann geradeaus. Einen wunderschönen guten Abend, Frank. Matt. Wenn das keine Falle ist, dann fresse ich einen Besen. Wenn das keine Falle ist, dann weiß ich irgendwie weiter. Und hoch da. Na nü? Hier waren wir doch vorhin erst. Toll. Danke. Danke, Spiel. Sie können mich im Arsch lecken. Die Falltüren sind die Lösung. Jaja, das dachte ich mir auch fast, aber ich habe gerade keine Blase gehabt, wie ich die blöden Teile auslöse. Also nochmal. Lass mich raten, weiter als da warst du nicht, Chris. Da war ich noch zumindest. Okay. Okay. Ja, das Schlimme ist, ich hab's mir erst ausgedruckt, das blöde Lösungsbuch, aber ich hab's gerade nicht griffbereit.
Also ich sag mal, reinhaken, Soli, ist auf jeden Fall erlaubt. Spoilern, hab ja vorhin gesagt, nicht. Wichtig ist, reinhaken immer dann, wenn ich, wenn entweder wirklich es um Optionalitäten geht, wo ich sage, oder ich es halt freigebe, sagen wir es mal so. Wobei ich halt dann schon sage, Freigabe erst nach, keine Ahnung, 10, 12 Minuten des Rätsels. So. Ach, Sekunde, muss ich dann... Und jetzt? Ja? 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 So. Ich weiß, dass die mittlere spinnt. Ja, hier ist der Hebel. Ach so, der Hebel für die Falltür ist defekt. Ah, das ist es. Wenn wir das benutzen, können wir die Idioten aus dem Weg räumen. Was hast du jetzt schon wieder vor? Wieder irgendeine Späße. Ihr werdet es noch bereuen, so etwas gesagt zu haben. Wer das Genie nicht ehrt, ist den Gil nicht wert. Hä? Meinst du damit, wer den Gil nicht ehrt? Ah, Klappe! Wie auch immer, der Hebel ist fast kaputt. Wenn wir ihn noch ein bisschen verstellen und später jemand drauftritt. Genau! Ah, genau! Wenn die Idioten darauf treten, macht es BANG! Und sie fallen runter. Ich bin doch ein Genie! Lustig, lustig. Fall doch bestimmt auf so einen Scheiß rein. Wenn wir es nicht versuchen, werden wir das nie erfahren. Allein deswegen werde ich es tun. Aber nachdem da verstellt ist, könnt ihr nicht mehr rüber. Man soll sich nicht das eigene Grab schaufeln. Jep. Jungs, ein Schritt zurück. Ich ahne das. Okay. So, das wär's. Läuft. Nanü? Wo kommt der Weg her? Ich wollte gerade sagen, der Stein sieht aus, als ob man ihn bewegen kann. Rollin, rollin, rollin. Rollin, rollin, rollin. See me rolling. Da 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 da. So. Blöden Stein kann man rollen. Geht. Dann halt nicht. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Schrottflinte feuerfrei. Also das ist etwas, was man wirklich bei Final Fantasy VIII leider ein bisschen kritisieren. Der Nanü Battle Counter ist ziemlich derb angezogen. Und das kann schon ein wenig nerven. So, ganz minimal.
Spiel, da du willst, dass ich da lang gehe, gehe ich in die andere Richtung. Aber das ist halt wirklich eine Sache, wenn man eins aus Games gelernt hat, wenn du irgendwo eine Möglichkeit hast zum Spielen und du hast einen anderen Weg, nimm ihn. Bad. Hat doch gewusst, dass er keine Chance hat, der Idiot. Ach so, und ja, ich versuche, so gut es geht, auf Max Percent zu spielen. Auch wenn ich weiß, dass es ziemlich viel Zeit fressen wird. Aber ich glaube, das ist das Spiel wirklich wert. Und gerade für die von euch Zuschauern, die das nicht kennen, ich finde halt immer wieder, es hat sich doch immer gelohnt, das Spiel nach bestem Wissen, Regeln und Künsten durchzuspielen, weil es macht einfach immer wieder Spaß anzuspielen. Deswegen, so gut es geht, Richtung 100%. Sind das zwei Lunden und ein roter und ein blauer Schalter? Ein Auslöser für den Dynamit vielleicht. Ah! Haha! Die blaue kürzere Lunde ist für den Fels hier. Und die rote lange für den Fels irgendwo da hinten, oder? Hey, na gut, da willst du ja da Sprengsätze zünden und. Von denen du nicht einmal die Wege weißt? Das passt schon. Wenn hier der Zünder liegt, heißt es, dass wir hier in Sicherheit sind, gelle? Mag ja sein, aber... So. Jagen wir erstmal den hinteren hoch. Flalalalala. Hier sind wir sicher, da können wir ganz beruhigt sein. Rems. Boah. Seht ihr? Das war aber ein großer Knall. Von wegen, wir können beruhigt sein. Habe ich euch das nicht gesagt? Man sollte vorher die Menge des Dynamits überprüfen. Ihr Idioten. Das habe ich doch gesagt. ist doch egal. Uns ist doch nichts passiert, oder? Ich glaube, gleich kommt eine Explosion. Nichts wie weg wir. Was? Was war das? Brems. Es war leiser, als ich mir Christian gestellt habe. War das schon die Explosion? Habe ich euch das nicht gesagt? Hier sind wir sicher. Oh Mann. Sieht aber auch irgendwie richtig aus. Nanü? Rums.
Ja, Chef, was kann ich für Sie tun? Ich habe nur eine Bombenstimmung verbreitet, nicht mehr, nicht weniger. Daher, ich weiß jetzt nicht, was denn für du hast. Ifrit. Shiva. Oh, Chihuahua. 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 Oh, Chihuahua. Der raubt noch eine Runde? Oh Gott, selbst der Kanal jetzt schaltet sich schon der Kanal dazwischen. Oder um es anders zu sagen, Chris, hast du Kanal 2 einfach genutzt, um mich jetzt da zu flamen? Du bist böse. Du böse, böser Mann. Ah ja. Was zur Hölle? Was ist das denn? Das nette Zeug. Dock, dock, dock. Ach, das ist so ein... Ich glaube, das ist so ein Scheißteil. Und dann jagen wir es auch mal in die Luft. Gewittersturm! Donnern wir dem Ding einfach eine runter. Ich weiß zwar nicht, was die Diamanten sind, aber vielen, 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 vielen lieben Dank. Was zur Hölle? Könnte es sein, dass ich bei dem Vieh keine Magie anwenden sollte? Ups. Ich habe das Gefühl... Nee, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen mit dem Witz. Sorry. Bellissima. Yay, wir haben einen Invictus besiegt, der irgendwann meinte durchzudrehen, was auch immer er war. Es ist jetzt tot. T-O-H-T.
Okay. Ah. So. Sieht doch dann ein bisschen freundlicher aus. Unten aus. Glas? Hm? Und tschüss. Ich glaube, ich habe noch ein paar Typenblatt gemacht. Das kommt davon, wenn du alles wie ein Kleinkind anfasst. Du solltest da nicht so herumzappeln. Ist doch nicht so wild. Seid doch dankbar. Schließlich sind wir den Gegner losgeworden. Ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Gott, bin ich genial. Will zwei Fliegen. Frag mich nicht. Geil. Und Laguna kriegt noch ein wenig Vita ab. In Vita de Victus. Wo auch immer es jetzt hier hingeht. Ernsthaft, Spiel. Ich bin jetzt nicht ernsthaft diesen blöden Weg zurückgelassen. Das ist ein Kreis, du. Das leckt mir am Arsch. Moment, das würde ja dann bedeuten, ich würde, wenn ich jetzt hier rausgehe, immer dieser Kreisverkehr. Und dann ist er nicht mal ausgeschildert. Ich gehe mich schwer. Chris? Chris? Ja, Chris? Ja, Chris? Hier ist er. Und ihr hoch endlich. Ja, hätte ich mir. Ja, okay. Ist gebongt, Chef. Ich getan. Ach, die Typen sind auch noch da. Ist das etwa eine aussichtslose Situation? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wovon du redest. Ich bin der Blöde vom Dienst. Ich weiß nicht mal, wovon du redest. Außerdem werde ich die ganze Zeit mit einer Winchester beschossen. Netter Trick, Chris. Ich weiß, worum es. Ich weiß, wie gesagt, ich vermute, es wird eine. Au. Ich vermute. Entschuldigung. Ich verhau. Bei einem verhau ich mein Mikrofon. Bei zweien meinen PC. Es scheint zu funktionieren. Also es hat was getan. Und irgendwie die Leitung sagt auch, es funktioniert. Moment, Sekunde, ich husch mal rüber. Ja, meine Leitung sagt hervorragend. Seht mal, das Meer. Das ist unsere Rettung. Wir können nach Galbadia zurück.
Normalerweise nennt man das in der Klemme stecken. Wenn man vom Teufel spricht, kommt er wirklich und holt dich? Das hat Oma immer gesagt. Wenn man vom Teufel spricht, wie recht deine Oma hat. Was ist? Er wurde am Hals erwischt. Kann nicht sprechen. Das, wie bitte? Es war schön, der gute Kiras mit euch. Gelbe Karte, Wart. Sowas sagt man nicht. Du Idiot. Als Strafe gibt's Kaugummi ins Haar. Na, willst du dich rächen? Dann heb dein Arsch. Wow. Seht mal, Kreuzer. Wir klauen einen. Normalerweise nennt man das Boote. Einetwegen Boote. Wir fahren damit nach Galbadia. Jo, Frank, bis morgen. Steht auf. Jetzt steht auf. Es wird alles wieder gut. Floop. Hui. Geronimo! Ihr seid echt mutig. Normalerweise spricht hier kein Mensch runter. Scheiße! Und damit sind wir wieder back to reality. Wie auch immer die Realität aussieht. War das wieder Laguna? Laguna sitzt in der Patsche, wie das wohl endet? Für euch scheint es nichts Neues zu sein. Was war das? Frag lieber nicht. Wenn mir das passiert wäre, könnte ich mir das einreden, dass alles nur ein Traum war, aber überlegen hilft nichts. Überlegen hilft, glaube ich, nichts. Wir sollten weiter. Okay, los, bald sind wir da. Hör mal, Squall. Ich möchte mich für das von vorhin entschuldigen. Schon gut. Yay! Okay, und jetzt die... Nein, andersrum. Mist. Jetzt die... Werbung gucke ich gleich mal nach. Ach nö. Gute Nacht. Ach nö. Ist mir das gerade wirklich passiert? Weg damit. Ich liebe es. Das übliche Problem von Final Fantasy 8, wenn du irgendwas umstellst, ist natürlich, musst du im Umkehrschluss dasselbe wieder zurückgängig machen. Ansonsten sind deine Charaktere nämlich ganz ohne Angriff von allen anderen drumherum. Scheiße. Ach, kleiner Vogelfakt noch am Rande. Moment. Och, Werbung ist noch da. Kleiner Vogelfakt am Rande. Den guten alten Ifrit, den,
Was? Den guten alten Ifrit, den gibt's wirklich. Und zwar stammt Ifrit aus den muslimischen und ist vergleichbar mit einem Djinn. Und ja, ein Ifrit oder auch Djinn ist auch vom Bereich her, also vom Element her Feuer und erfüllt Wünsche im Sinne dessen, dass man, also dass er mit dem jeweiligen, der Wünsche gibt, den Platz tauscht, um so quasi den Wunsch zu erfüllen. So. Das ist ausgegockelt. Ey, gibt's nicht. That. Oh nö. Ich weiß, dass diese blöden Viecher richtig arschlos sind. Ja, sind sie auch. Wie arsch sie? Entschuldigung. Au. Fertig. Und jetzt direkt heilen. Und auch koppeln. Also Quistes lösen alles. Quistes, Jona von Quistes und Xell von Selfie. So, koppeln. Shiva und alles. Zauber, GF, Item, nein, Draw, Geist und Wünschelrute. So. Den machen wir auch nochmal optimal. Und dann Riona. Der kriegt natürlich, die kriegt natürlich die Quetzer. GF Item Draw. GF Draw. Um.
Magie. So. Und Mist. Jetzt kommt es nämlich drauf an, wo es jetzt hier hingeht. Na, Spiel, machst du weiter, danke. Oh. Ich glaube, ich bin jetzt Tobsucht. So, das ist ziemlich der Garten. Guten Hunger! Und jetzt suche ich... Warte, das bei Dollet? Ich kann mal gucken, Moment. Waren sie denn Brothers? Die habe ich... Ah, okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt doch mal kurz geschaut, deswegen war ich jetzt kurz noch ein bisschen Pause. Also, jetzt noch ein bisschen leiser. So. Und zwar, das, was ich suche, bekommt man hier noch nicht. Also, wir haben, ich glaube, zumindest für diese heutige Runde noch ein wenig Luft. Wie gesagt, für mich war das jetzt gerade einfach mal wichtig zu schauen. Just because... Gerade bei Final Fantasy VIII ist es sehr lustig, weil es gibt genügend Sachen, die man hier verpassen kann und dann kriegt man sie auch nie wieder, die dann das Spiel dementsprechend komplizierter machen. So, ah genau, da werden sie noch blockiert. Bedeutet für uns aber im Umkehrschluss, wir gehen direkt in den Garten.
Und wir haben gute Leistung gezeigt. Wir sind im Seedrang eine Stufe höher gestiegen. Macht nicht so einen Lärm. Hier im Galbadia-Garten geht es anders zu als bei euch im Ballamp. Oh ja, mehr Disziplin, wie man merkt. Hier geht's ja ganz anders ab. Ein bisschen still hier. Ein guter Ort. Überlasst mal alles mir, okay? Ich war oft hier und kenne den Direktor. Okay. Ich werde ihm alles erklären. Ja. Und wir haben jetzt hier zu warten. Was? Hier geht's ja wieder anders zu als in Trabia oder Ballamp. So ein Mist. Okay. Dementsprechend speichern wir auch. Ach so, stimmt. Entschuldigung, Sekunde. Die Seed-Einheiten aus dem Ballamp Garden bitte in den zweiten Stock. Ich wiederhole, die Seed-Einheiten aus dem Ballamp Garden bitte in den zweiten Stock. Vielen Dank. Sorry, konnte ich mir nicht nehmen lassen. Wobei mich mal interessieren würde, wo kann ich endlich meine Rüstung aufbessern, beziehungsweise meine anderen Sachen. Ja, wir sind doch schon unterwegs. Tach. Hier ist der Empfangsraum. Bitte wartet hier, bis der Master Anweisungen gibt. Okay. Und so wie ich Xell kenne, wird er jetzt erstmal eine Runde auf dem Sofa rumhopsen. Weil ist ja bequemes Sofa. Oder auch nicht. Wie lange sollen wir noch warten? Wie war's? Sie haben begriffen, wie unsere Lage ist. Und Ballamp Garden ist noch heil. Das Attentat auf den Präsidenten wurde von einem Einzeltäter verübt. Dem Ballamp Garden trifft keine Schuld. So zumindest lautet das offizielle Statement der Regierung. So. Sorry, ich musste nochmal kurz. Mit Täter ist doch Cypher gemeint. Er ist vor Gericht gestellt und hingerichtet worden. Hingerichtet? Hingerichtet? Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er den Präsidenten entführen wollte. Er hat uns Waldeulen damit in Schutz genommen. Ihr habt Cypher ja damit hineingezogen. Als Widerstandskämpfer habt ihr das Risiko einkalkuliert, oder? Ich denke, Cypher wusste das auch. Deshalb solltest du nicht glauben, dass er für euch gestorben ist. Sorry, das sollte eigentlich ein Trost sein. Nee. Ups. Hi, Savvy. Phil hat ja Cypher gehasst wie die Pest. Das stimmt schon, aber...
war immer einer von uns. Das kann ich nicht so hinnehmen. Am liebsten würde ich ihn rächen. Ihm bezüglich habe ich keine einzige schöne Erinnerung. Man sagt, dass Liebe und Hass nah beieinander liegen. Aber bei Cypher war das anders. Naja, er war auch kein böser Mensch. Riona, ich habe ihn sehr gemocht. Er war so selbstsicher. Er wusste immer alles. Wenn ich ihn so sprechen hörte, war ich sicher, dass nichts unmöglich war. War er dein Freund? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ihn geliebt. Aber keine Ahnung, was er von mir hielt. Liebst du ihn jetzt noch? Wenn das so wäre, würde ich euch das alles nicht erzählen. Das war vor ein Jahr im Sommer. Ich war 16. Es sind schöne Erinnerungen. Okay. Er war ein Widerling. Aber jetzt, wo er weg ist. Ihn geliebt. Kein besser Mensch. Einer von uns. Cypher, du bist ja schon Vergangenheit. Wird man so über dich reden? Oder wird man so über mich reden, wenn ich mal sterbe? Squall, vor diesen, das. Werden sie so über mich herziehen? Verstehe. Sterben heißt zur Vergangenheit werden. Ja. Eigentlich haben wir da jetzt alle. Ich mag das nicht. Ich will das auf keinen Fall. Squall, was ist mit dir? Ich will das nicht. Hört ihr? Was zum Henker? Er ist ja wütend. Ich will das nicht zur Vergangenheit werden. Okay. Zum allerersten Mal. Ja, ich stoße jetzt ja Rollstuhlfahrer weg. Wütend bin ich. Schloss 3. Boah, bleibt mir mit Dr. Sommer fern. Sonst hole ich Chef Winter. Nee, Dr. Winterkorn. Dr. Sommer. Oh. Ja, Summer Wars, wa? Boah, Leute. Dr. Sommer. Also, ernsthaft, jetzt holt er die ganz bösen Kamellen raus. Kein Wunder, dass Squall wegrennt. Wenn ihr hier schon mit Dr. Sommer anfangt. Ich will ans Pult! Ihr Pullis, ich will doch nur reden. Ich bin ein Berliner. Und das ist gut so. Und wo geht's jetzt hier raus? Moment, wo bin ich denn jetzt gerade reingekommen? Okay. Ich wollte gerade sagen, ich komme nicht mehr raus. Und es war Sommer. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher nur nicht war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September. Und einen kleinen Schock einmal im Jahr?
Was ist der Wiener mit Melonen? Ich weiß nicht, wer Melonpan ist, von daher kannst du mich damit auch nicht mehr schocken. Fup. Da gab's meins. Damit haben wir Spirit in the Shell. Und rein da. Und speichern. Weißbrot. Also WB. Ich frage mich gerade eins, die haben doch die ganze Zeit diese blöde Pfeife da im Mund, die Trillerpfeife. Wie können die schon sprechen? So. Oh ja, das nehme ich. Pumpen. Pippen mit dem Pfeifen im Mund. Alpha. Pumpen. So oder so ähnlich muss es sich zugetragen haben. Ah ja, mal eine Pfeife im Mund. Wie soll der sprechen können? Mit einer anderen Pfeife. Was? Was zur Hölle? Xell! Sie Arsch, Sie haben die Prüfung doch schon bestanden! Was zum Geier? Hey, Squall! Bad. Och nö, die zwei. Was macht ihr hier? Was soll mal die Frage? Wir sind Kuriere. Wir überbringen euch neue Befehle von Dr. Sid. Direktor Sid. Was für Befehle? Und seit wann ist er Doktor? Ich hab doch gesagt, er ist Direktor. Entschuldigung. Aber, hab mal keine Ahnung. Wir haben es einem hohen Tier übergeben, hier übergeben. Anweisung vom Dr. Sid. Wir haben es einem hohen Tier hier übergeben. Anweisung vom Dr. Sid. Erklärung. Wir sollten eigentlich nach Timber. Aber es fahren mal keine Züge. Deswegen kamen wir mal hierher. Wir sind froh, dass wir euch getroffen haben. Nein, ich glaube 1998? Also Final Fantasy VIII ist auf jeden Fall noch ein etwas älteres Spiel, aber nicht so alt. Und zwar kam es auf der PlayStation 1 raus und auf dem PC. Zu den Zeiten, als Squaresoft die CD entdeckt hat, da waren, Moment, 7 und 8 kam dann auf dem PC raus. Mit der PS1. 9 war dann der letzte Teil für die PS1 und mit 10 ging es auf die PS2 drauf. Cypher? Ah, genau. Ist Cypher mal nicht bei euch? Oh. Ich glaube, unser Squall ist so. Er sollte eigentlich, finde ich, Psychotherapeut werden. So Lebenscoach. So gerade so für Leute mit Depressionen und Krisen ist Squall richtig gut. Cypher ist angeblich tot. Das Beste, was Psychologie mit sich bringt. Klar und knall sagen, er ist tot. Er soll in Galbadia vor Gericht gestellt und hingerichtet worden sein. Lüge! Nee, Lüge! Ich sag noch. Das ist man immer wahr! Ihn stellt man nicht so einfach vor Gericht. Und schon gar nicht mal hinrichten. Das passt nicht zu Cypher.
Frage. Boah, sei was suchen gehen? Bis bald, Squall. Wir gehen nach Galbadia und suchen dort mal nach Xyver. Machst du Schluss mit Final Fantasy X? Ja, er trennt sich von Final Fantasy X. Er hat keinen Bock mehr drauf. Flump. Hi. So, kommt mal alle her. Wir gehen jetzt hinaus. Flump. Wobei wir noch nicht mal irgendwas besprochen haben. Wir haben gar nichts gemacht und jetzt schon... Ja, wir gehen. Ah. Das dauert ja ewig. Leute, wir sind da. Hey. Wenn wir hier warten, wird uns der Master die Befehle überbringen. Wann kommt denn unsere Befehle? Da kommt er. Sagt ihm, dass ich auch ein Seed bin. Das erspart uns lästige Fragen. Ich würde sagen, Chris, guck mal noch ein bisschen. Ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau, wo und was du noch alles vor dir hast, aber ich glaube, wenn Ragnoran jetzt schon so weint, nimm mich in Schutz. Guten Tag. Guten Tag. Ich darf den Spaß mache ich mitgenommen. Ich habe drei Befehle für Sie von Direktor Sid. Wir haben das Schreiben nach Rechtmäßigkeit überprüft. Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir Direktor Sid unterstützen. Vor kurzem... Entschuldigung, ich hatte einen Frosch im Hals. Vor kurzem hatten wir nämlich einen ähnlichen Plan erstellt. Damit Sie die Wichtigkeit Ihrer nächsten Mission begreifen, müssen Sie Folgendes wissen. Sie dürfen sich rühren. Darf ich das auch mal anrühren? Finger weg. Sie wissen, dass die galbanische Regierung die Hexe zur Botschafterin ernannt hat. Die Friedensdelegation ist eine Farce. Ihr Ziel ist pure Einschüchterung. Hexen flößen Furcht ein. Faire Verhandlungen sind nicht möglich. Galbadia wird durch Drohungen den anderen Staaten Bedingungen diktieren. Letztendlich will Galbadia die Weltherrschaft an sich reißen. Natürlich bilden wir und ihr Garten keine Ausnahme. Die Hexe hat diesen Garten zu ihrem Hauptsitz erklärt. Somit bleibt uns im Grunde keine Alternative. Wir beauftragen sie damit, den Weltfrieden unserer Zukunft und unsere Zukunft zu retten. Konkrete Anweisungen entnehmen Sie bitte diesem Schreiben. Fragen? Laut Befehl soll der Auftrag von einem Scharfschützen ausgeführt werden. Wir haben jedoch niemanden, der eine solche Qualifikation besitzt. Keine Sorge. Der Galbadia-Garden wird seinen exzellentesten Schützen stellen. Kinias! Irvine Kinias! Sekündchen. Jo, da bin ich wieder. Ah ja, der Donnerschütze. Das ist Irvine Kinias. Er wird diesen Part übernehmen. Flump, flump. Abmarsch, wenn Sie bereit sind. Ach ja, ich's vergesse. Ein Fehlschlag ist inakzeptabel. Bang! Und damit begrüßen wir unser neues Crewmitglied. Und zwar den Meisterschützen Irvine Kinias, aka Mr. Donnergroll. Sie ist ein R. Was sollen wir als nächstes tun?
unser nächster Job. Nein, das ist kein Job. Das ist ein Befehl von Balamp und Galbadia Garden. Wir werden ein Attentat auf die Hexe verüben. Haben wir uns verstanden? Dazu benutzen wir einen Scharfschützen. Irvine Kinyan wird der Schütze sein. Unsere Aufgabe ist es, Kinyas dabei zu unterstützen. Falls das Attentat misslingt, werden wir direkt eingreifen. Ich werde dich daneben schießen, macht euch keine Sorge. Wir müssen die Hexe um jeden Preis ausschalten, so lautet der Befehl. Unser nächstes Reiseziel ist die galbanische Hauptstadt Deling City. Dort treffen wir Oberst Carrey und erstellen einen Plan. Abmarsch! So, ich möchte ein Team bilden, bis wir in Deling City sind. Wie findet ihr das? Nö. Ich werde das entscheiden. Mr. Schnutzipuh kann mich nämlich mal am Arsch lecken. So müsste es okay sein. Hey, du hast es begriffen, Chef. Wir werden jetzt wohl öfters die Truppe umbilden. Ah, vielleicht sollten wir das üben. Oh Gott, nö. Im Truppenmenü werden Truppenzusammensetzungen und Kopplungen vorgenommen. Um die Truppe neu zu bilden, wählt man Charakter. Klick. Den auszuwechselnden Charakter. Flupp. Flupp, 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 flupp. Und fügt ihn in die Truppe. Flupp. Einfach ein. Bock. Manchmal kann jedoch, bedingt durch die Handlung, ein Charakter nicht eingesetzt werden. Die zweite Option im Truppenmenü blieb, dient zum Auswechseln von Kopplungen. Gelagerte Zauber, gekoppelte GF, gekoppelte Zauber und eingesetzte Abilities können hier ausgetauscht werden. Diese Option ist nützlich, wenn ein anderer Charakter die Werte übernehmen soll. Das Ganze funktioniert wie bei der Truppenaufstellung. Man wählt einen Charakter. Piep, piep, pop. Wählt einen anderen Charakter aus. Und fertig. Dabei kann sich der aktuelle HP-Wert ändern. Es ist also Vorsicht geboten. So viel zur Truppenmenü. Ich liebe es. Immer dieses Hin- und Hergeschalte. Nein. Du schmeißt keinen Blitz weg, sonst trifft dich der Donner beim Scheißen. Also, auf nach Deling City. Oh. Au. Finde ich gerade irgendwie unkoral, was du mit mir gemacht hast. Mich so zu schocken. Ich bin schockiert.
Wenn ich jetzt gerade gucke. Nein, Chris, dich möchte natürlich keiner am Freitag loswerden. Im Gegenteil. Voll. Und der Weltuntergang wurde auch abgelehnt. Moment, Licht aus! Was macht ihr da? Junge, ich bin noch am Spiel, könnt ihr nicht einfach den Tritt auseinandernehmen? Das meine Matt. Vor allem nicht mit Mattwurst. Ah, okay. Na gut, und im anderen Umkehrschluss kriegst du, wenn du sie häufiger verwendest, diese Freundschaftspunkte zu den GS, glaube ich, oder? Lass die Girlfriends weg. Aber gut zu wissen. Ich sag mal, das größte Problem, zumindest was bei mir immer so war, bezüglich Final Fantasy VIII, war halt wirklich diese nicht genau zu wissen. Klar, könnte ich jetzt das Quiz machen, aber wer wird halt. Also ich finde halt, wenn ich jetzt plump nur das Quiz mache, wird es halt komplett vom Spiel vieles wegnehmen. Und das fände ich dann halt irgendwo auch schade. Dementsprechend würde ich einfach dem beibleiben, um es dann einfach geschehen zu lassen bezüglich der Seed Level. So, jetzt aber erstmal nach. Wo muss ich hin? Ah, da. Auf dem Weg nach Deling City. Na, gehst du. Auf dem Weg nach Deling City. Wir sind auf dem Weg nach Deling City. Und ich hab keine Ahnung, wo lang's geht. Auf dem Weg nach Deling City. Verlaufen wir uns und finden nicht das Ziel. Ach ja, vergesst nicht beim Shot die Munition auszuwählen. Mit B6 macht's BANG! Alles klar? Waaaaaaah! Okay. Was auch immer, unser lieber Eddie Irvine. Was auch immer er davor hat, ich habe keine Ahnung. Ich muss mich, was das Thema angeht, muss ich mich sogar ein wenig erst zurechtfinden. Wobei ich nach der Uhrzeit schauen muss. Ah ja, Windfedern sind auch immer gut. Und ich
glaube fast, ich bin hier falsch. Ergo machen wir jetzt einfach Folgendes fürs nächste Mal. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das auch klappt wieder. Ah, es geht. Haha! Es geht! Die Schaltungen funktionieren. Yes! Aber nichtsdestotrotz werde ich den Weg nach Deling City überspringen und einfach im Off machen. Und da kann ich auch gleich mal ein bisschen gucken, wo der ganze Spuk ist, so dass wir beim nächsten Mal... Bad. Sekunde. Bad. Dass wir einfach beim nächsten Mal... Ich muss gerade nur... So. Beim nächsten Mal werden wir... Bad. Habe ich gerade irgendwie Angst, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe? Kreuz ist kaputt, habe ich das Gefühl. Toll. Also, lange Rede, keinen Sinn. Beim nächsten Mal werden wir Deling City etwas überrennen, um da getrost Chaos zu veranstalten. Und ja, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, ich mache mich da mal schnell aus dem Staub, weil bei mir riecht es schon nach Futter. Meine Freundin kocht heute nämlich und es riecht nach lecker Lasagne. Und ja, Chris wird jetzt gleich im Anschluss Final Fantasy 12, nein, 10. Der Chris wird dem Spiel Final Fantasy 10 einen auf die 12 geben und dann kurze 15 machen, um vielleicht danach mit 14 durchzustarten. Und wer den Sinn dahinter verstanden hat, der kriegt einen Keks von Chris im Anschluss zugeschickt. Also gibt ihm die Adresse. Ja. So viel auf jeden Fall von meiner Wenigkeit. So, mal sehen, was wir jetzt machen. Genau. So. Ich bin am Dienstag wieder da. Dann gehen wir wieder auf Digimon-Jagd. Oder spielen das Spiel, wo ist Waldomon? Und ja. Wie gesagt, bis dahin. Solange es nicht Final Fantasy XXX ist. Auf jeden Fall so viel von mir. Ich lasse jetzt den Loop ausloopen und loop mich dann ins Futterparadies. Bis dahin, euer Vögelchen. Ciao, ciao.